Herzlich willkommen, liebe Freunde und Fans der Knauf-Webinare. Wir hören uns wieder. Wir haben uns entschlossen, den Webinar-Reigen März-April, in der Zeit, in der wir alle im Homeoffice gesessen sind, noch einen Nachschlag anzufügen. Das heißt, wir werden noch vor dem Sommer drei Webinare bringen. Das ist das erste davon. Mein Name ist Karl Singer. Ich bin Schulungsleiter bei Knauf und werde heute eben von zwei Kollegen begleitet. Unser Thema wird heute sein: Knauf-Systeme. Sicherheit geht vor. Begleitet werde ich von meinen Kollegen Ferdinand Obernhuber und Michael Jurosek. Ich bitte die beiden, sich gleich selbst ganz kurz vorzustellen. Ferdinand, bitte. Ja, einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Oberhuber Ferdinand. Ich bin bei Knauf für die Anwendungstechnik im Bereich des Vertriebs verantwortlich. Mein Name ist Michael Jurosek und ich bin in der technischen Beratung für Planer, Architekten, Bauphysiker, Bauherren und auch Bauträger zuständig. Dankeschön. Kurz zum Ablauf des Webinars. Wer es noch nie verfolgt hat, ein Knauf-Webinar, es dauert immer eine knappe Stunde. Worum wird es heute gehen? Es sind eigentlich die Systeme von Knauf, die man nicht so jeden Tag braucht, aber die zumindest uns zeigen, wie weit mittlerweile der Leichtbau fortgeschritten ist. Vor allem Eigenschaften, die man dem Leichtbau gar nicht zutrauen würde, können wir wunderbar erledigen. Das heißt, alles, wo man vermutet, das geht wirklich nur mit Massivbau, werden Sie heute hören, wie wir das mit Leichtbau lösen. Da ist zum einen mal der Einbruchschutz. In den letzten Jahren werden wir immer öfter, und das ist wirklich, das ist steigend von Planern gefragt, wie kann ich die Sicherheit von Trockenbauwänden erhöhen gegen Einbruch, vor allem eben Wohnungstrennwände oder Trennwände gegen den Gang, also Laubengänge etc. Oder auch, wie gesagt, die Wände zwischen den Wohnungen möchten einbruchsicher in Kombination mit Türen und Fenstern gemacht werden. Thema 2 ist die Beschusssicherheit, das heißt überall dort, wo man damit rechnen muss, dass geschossen wird mit zumindest Faustfeuerwaffen, das heißt im Bereich der Polizei, der Botschaften, der Banken bieten wir auch Leichtbausysteme an. Das dritte Thema ist der Röntgenschutz. Gerade jetzt in aller Munde das Thema Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser, Ärzte, Praxen, Zahnärzte haben Röntgenräume und dort müssen eben die Röntgenstrahlen in dem Raum belassen werden und dürfen eben keinen Schaden außerhalb des Raumes anrichten, sondern eben wirklich nur dort punktuell eingesetzt werden. Dann kommt das Thema Brandwände, ein spezielles Brandschutzthema. Brandwände können etwas mehr als die üblichen Brandschutzwände. EI 90M heißt, dass eine Wand nach 90 Minuten Brandeinwirkung dann auch noch standsicher sein muss und nicht durch einen Aufprall zum Beispiel eines Lagerregals einfach umfallen. Und Thema 5 ist ein wirklich ganz eigenes Knauf-Thema, eine Weltneuheit, die wir in den letzten Monaten eingeführt haben, der Secure-Anschlagpunkt. Da werden wir auch etwas hören, wie man das im Trockenbau verwirklichen kann, wie man sich gegen Absturz sichern kann. Wir beginnen mit dem Einbruchschutz und da darf ich jetzt den Michael bitten, uns etwas darüber zu sagen. Bitte schön. Also die einbruchhemmenden Sicherheitswänden ist gerade in Ballungszentren immer stärker gefragt. Das ist prinzipiell nicht nur die Wand selber, was diese Anforderungen erfüllen muss, sondern natürlich auch Einbauten wie eben Fenster oder auch die Türen. Standardmäßig wird man es oft im Wohnbau halt kennen, wo man dann eben über Wohnungstrennwände und auch den Eingangstüren diese Sicherheitsanforderungen erfüllen muss. In diesem Bereich ist es so, dass wir nicht nur im Wohnungsbau auch diese Anforderungen gibt, sondern auch in öffentlichen Gebäuden, Veranstaltungsarenen, Banken, Justizvollzugsanstalten. Da geht es zwar nicht um den Einbruch, sondern eher um den Ausbruch, aber die Wand selber ist eigentlich die gleiche. Firmengebäude und auch um Verkaufsräume mit hochwertigen Waren zu schützen. Prinzipiell unterscheiden wir einmal zwischen drei unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir anbieten. Die erste ist eben eine von uns hier dargestellte Wohnungstrennwand, die W115 Plus als neue Variante ohne Blech. Als zweite Variante dann mit bekannt mit Blecheinlagen, wo eben zwischen den Platten ein Blech noch eingearbeitet wird. Und das dritte, jetzt auch neu, aufgrund unserer Neuentwicklung mit der Diamantstil, sprich mit einer fertig aufkaschierten Platte. Selbst einmal zu den Einbruchsursachen
Klassen selber, die erfolgen nach der EN 1627. Da ist es auch sehr wesentlich, über die Widerstandsdauer eben die Prüfung zu erreichen. Prinzipiell müsste über diese Klasse, über die RC2, sprich mit 3 Minuten oder RC3 5 Minuten, eine Öffnung in circa A4 Größe hergestellt werden. Prinzipiell müsste man die Fläche kleiner sein, um den Einbruch dann der Wand zu gewährleisten. Diese Klassen selbst, die beinhalten den Gelegenheitstäter, sprich, das ist eine Variante, wo eben das nicht von langer Hand weg geplant wird, wo eben ohne großartige Lärmeinwirkung oder auch zusätzlich Gewalt dann eben so ein Einbruch verübt wird. Als nächstes kommen wir zu den Prüfwerkzeugen. Es ist nicht nur die Wirkungsdauer mit 3 Minuten bei der RC2-Wand oder der RC3-Wand mit den 5 Minuten wesentlich, sondern auch mit den unterschiedlichen Werkzeugen. Zu der RC2-Variante, da sieht man, welche Werkzeuge hier verwendet werden. Bei den höheren Klassen wie jetzt RC3 kommen diese Werkzeuge zusätzlich noch hinzu. Am Bild rechts erkennt man schon, also das ist der typische Kuhfuß, so ein Brecheisen, mit dem man dann relativ einfach die Gipskartonplatte eben versuchen kann aufzubrechen. Aber wichtig ist, wie gesagt, dass man das über diese genannte Zeit eben dann nicht schafft. Es gibt auch höhere Einbruchsklassen, die auch individuell oder wo wir auch Möglichkeiten oder Varianten noch anbieten und die wir dann individuell mit den Beratungen auch noch Systeme anbieten können. Michael, wir fehlen ja an dieser Zusammenstellung jegliche Elektrowerkzeuge. Wir wissen mittlerweile, ist ja fast keiner mehr mit einem Schraubendreher unterwegs, sondern mit einem Akkubohrer oder Schrauber. Und die sehe ich da am Bild nicht. Was können wir genau dazu sagen? Das ist genau der Ansatz, wo wir gesagt haben, bis zur RC3-Klasse sprechen wir eigentlich von den Gelegenheitseinbrechern ohne großartige Planung. In der RC4-Klasse kommen dann Akkuschrauber, eine Axt oder auch Bohrer dann noch hinzu, weil eben dieser dann von vorneweg schon länger geplant wurde und eben dann auch vielleicht mit Lärmeinwirkungen das anders berücksichtigt werden kann und das ist dann in den höheren Klassen wird das mit berücksichtigt. Dann jetzt zur ersten Variante, zu den Details. Das ist jetzt die Wohnungstrennwand, die W115 Plus, wie wir es schon auch vorhin im Bild gesehen haben, eben die Variante ohne Blech. Was hier sehr wesentlich auch ist, man sieht es unten im Schnitt dann dargestellt bei den Profilen. Auf einer Seite habe ich den bekannten Stehabstand von 62,5 und auf der anderen Seite habe ich das um eine halbe Achse sozusagen versetzt. Die mittlere Platte, auch sehr wesentlich, dass das eine Diamant-Hartgipsplatte verwendet wird aufgrund der Gebrauchstauglichkeit und Standsicherheit. Und dass die dann auch links und rechts in den Profilen jeweils geschraubt wird. Das heißt, die Durchgangsbreite zwischen den zwei Profilen ist da natürlich schon äußerst gering. Hier noch zu sehen in der Tabelle eben die Einbruchsklasse RC2 eben ohne Blech erfüllt, die Wanddicke mit 16,25 und auch deshalb aus Wohnungstrennwand angeführt, weil wir hier einen Schalldämmmaß von 68 dB RW Wert erreichen. Die Wand können wir bis 7 Meter Höhe bauen und ist auch E90 klassifiziert. Nun zu den Blechvarianten. Hier haben wir mal die Blechvariante. Standardmäßig ist von der RC2-Variante im Vergleich zu RC3 ist der Aufbau eigentlich ident. Das heißt, ich habe die Hartgips, die Diamantplatte. Ich habe ein Stahlblech zwischen den zwei Lagen mit 0,55 mm. Der Unterschied zu RC3 Variante ist, dass dort ein vollflächiger Aquapanel-Fugenkleber noch verlegt wird, um dann die vollflächige Verklebung mit der Diamantplatte zu gewährleisten. Das heißt, da wird dann im 5 cm Abstand eine Kleberaupe aufgebracht und mit der Zahnspachtel vollflächig verzogen. Und danach kommt die Decklage mit der Diamant noch einmal drüber. Hier jetzt der Auszug aus der Tabelle mit Blecheinlage. Wir können hier gleich in den unteren Bereich auch zum besseren Vergleich mit der vorherigen Wand sehen. Die W118W.at, was auch als Wohnungstrennwand eben geeignet ist, dass wir hier ein Einfachständerwerk haben mit der Stahlblecheinlage, um eben diese RC-Klassen zu erfüllen und mit einer zusätzlichen Vorsatzschale, die wir schallschutztechnisch hier benötigen, erreichen wir dann bereits mit so einem schlanken Aufbau von 22 cm einen Schallschutzwert von 75 dB.
Von der Wandhöhe haben wir hier mit dem 50er Profil eben 3 Meter erreicht. Auch ganz praktisch ist eben, dass diese freistehende Vorsatzschale als Wohnungstrennwand innen liegt und man auch die Möglichkeit hat, hier natürlich Installationen anzubringen und Dosenrohrungen vorzunehmen. Jetzt noch als die dritte Variante unserer Neuentwicklung, die Diamantstil. Also das ist eine Diamantplatte aus Rodling und da wird ein Stahlblech aufkaschiert mit 0,4 mm Blechstärke. Zu verarbeiten ist das Ganze dann mit einer Handkreissäge. Vorteil habe ich, dass ich auch sehr hohe Befestigungslasten auf diese Wand aufbringen kann. Brandwände kann ich auch erfüllen, zu der kommen wir später noch. Und die einbruchshemmenden Ausführungen haben wir auch eben mit RC2 und RC3 hier erreicht. Ein wesentlicher Vorteil auch dieser Variante ist, dass ich wie beim Blech eine notwendige Überlappung von 10 cm, wenn ich es lose einbringe, hier nicht brauche. Das heißt, die Platte wird herkömmlich Stoß auf Stoß montiert und ich erreiche hier die Einbruchsklassen. Und wenn ich mit einem losen Blech arbeite, dann muss ich ja um 10 cm im Stoßbereich jeweils überlappen. Hier jetzt im Schnitt auch dargestellt mit dem oberen und unteren Deckenanschluss. Auch ist das Ganze mit einem Streifenpaket aus gleitender Deckenanschluss bis 2 cm möglich. Ein normalen Stehabstand von 62,5 ist eben ausreichend, um auch hier die RC3-Klasse zu erfüllen. Und wir sind auch medial vertreten. Wir haben auch bei der Sendung kein Push am Bau. Das war in der Pilotsendung von 2016, ist hier ein Vortrag über Sicherheitswände vorgekommen, wo ein Vergleich oder wo noch einmal dargestellt wird, wie leistungsfähig auch so eine Wand ist. Und da kann ich auch nur empfehlen, über ATV, über die Mediathek ist das Video noch online, das einmal anzusehen. Gut, und wenn dann die Einbrecher zusätzlich auch noch bewaffnet sind, dann geht es auch zum Thema die Schusssicherheit, durchschusshemmende Wände. Wir rechnen nicht, dass der steirische Einbrecher, wie man hier am Foto sieht, der Weltbekannte, gleich da mit voller Bewaffnung daherkommt. Aber wie gesagt, für leichte Bewaffnung haben wir Lösungen, die man auch kombinieren kann mit dem Einbruchschutz. Und das wird uns jetzt der Ferdinand erklären. Bitte schön. Ja, wir kommen gleich zu den Anforderungen und Eigenschaften. Die Widerstandsklasse FB4 beinhaltet ja das größte Faustfeuerwaffenkaliber, was nach DIN EN 1522 geprüft wird, und zwar ist das die 44er Remington Magnum, sowie alle Kaliber, die dann darunter liegen von der Widerstandsklasse her. Zur Einordnung in die Widerstandsklasse darf der Proberkörper nach dem Schuss mit der entsprechenden Munition keinen Durchschuss aufweisen. Man sieht das ganz gut rechts an dem Proberkörper. Das sind zwei Gipsfaserplatten, Knauf-Gifferdeck mit jeweils 28 mm Dicke und einer sehr hohen Dichte von 1500 Kilogramm wie Kubikmeter, und man sieht da in dem roten Kreis ganz gut, wie das Projektil hier schon stecken geblieben ist und nur mehr die zweite Platte sozusagen ankratzt. Gemäß der DIN EN 1522 gibt es diese Tabelle. Hier werden die Beschutzklassen unterteilt in FB1 bis FB7, wobei wir den Bereich bis FB4 abdecken können mit unseren speziellen Wandkonstruktionen. Das betrifft 4 Faustfeuerwaffen und eine Büchse für FB1. Dann zu den Systemvarianten. Wir haben dazu 2 Standard-Systemvarianten, 2 Wandkonstruktionen aus Diamantwänden, ähnlich einer W112. Zusätzlich dazu sind jetzt die eingestellten Gipsfaserplatten in der Mitte der Profile, wie schon erwähnt, mit den Gipsfaserplatten 28 mm dick jeweils, 2 Stück aus hochfesten Gipsfaserplatten und ja, zweilagig erforderlich, um den Durchschuss zu hemmen. Eine ähnliche Konstruktion auch in FB4 auf der rechten Seite ersichtlich mit zusätzlichem Dämmstoff. Das betrifft dann die Unterkonstruktion CW100, da ist noch Platz für eine Dämmung dazwischen. Und wichtig dabei, man sollte möglichst Installationen Aufputz erledigen oder eine zusätzliche Installationsvorsatzschale dazu bauen. Hier nochmal im Grundriss dargestellt die Wandkonstruktionen, die CW75-Variante ohne Dämmung, hier mit einem RW-Wert von knapp 50 dB. Außen beplankt jeweils mit 2x12,5 Diamant und auch einen Brandschutz. In Österreich wäre das dann E90, nicht F90, hier in der deutschen Unterlage. Sehr ähnlich die Konstruktion darunter, nur halt mit CW100 und einer Gesamtwanddicke dann mit 150 mm mit dem zusätzlichen Dämmstoff noch drinnen und einem etwas besseren RW-Wert. Wandhöhen können hier erreicht werden von bis zu 5 Metern.
Die Gipsfaserplatten werden passgenau zugeschnitten, so wie man sie hier sieht, eingestellt, miteinander mit PU-Kleber verklebt und auch stirnseitig untereinander verklebt. Das reicht dann aus, dass die Platten da drin entsprechend gehalten werden im Ständerwerk. So, wir kommen zum nächsten Produkt, zur Knauf Safeboard. Also wir kommen jetzt in den Röntgenraum. Das heißt, wir haben Systeme, die es schaffen, Röntgenstrahlen aufzuhalten. Wir sind es ja gewohnt aus der Vergangenheit, dass wir das mit Blei erledigen. Blei ist natürlich nicht das Material der Wahl. Es ist giftig, es ist nicht sehr angenehm, mit Blei zu arbeiten. Jeder Verarbeiter, der das mal gemacht hat, weiß, wovon ich da rede. Es ist auch in den letzten Jahren eine EU-Verordnung rausgekommen, wo Blei meldepflichtig ist, wenn es im Bau eingesetzt wird. Das heißt, wo immer wir es schaffen, werden wir Blei vermeiden auf der Baustelle. Und das gelingt uns eben mit einem anderen Material, nämlich mit dem Barium. Und zwar setzen wir das als Bariumsulfat ein. Wir können dieses Bariumsulfat sehr gut mit Gips mischen und daraus Platten erzeugen. Die Platten sind sehr schwer, das heißt, diese 12,5 mm dicke Safeboard hat ein Gewicht von 17 Kilo pro Quadratmeter. Und zur Sicherheit haben wir den Kern dieser Platte auch gelb eingefärbt, damit man ihn eben von den herkömmlichen Gipsplatten unterscheiden kann. Die fehlende Plattendicke, weil es ja Stöße gibt oder vielleicht hin und wieder auch Dinge, die man ausspachteln muss, haben wir auch eine Spachtelmasse dazu im Programm, die Safeboard-Spachtel, die ebenfalls gelb eingefärbt ist. Was ist nun dieses Bariumsulfat, dieses ominöse? Das ist ein mineralischer Stoff, der komplett inert ist, der sogar genießbar ist. Das heißt, wir verwenden diesen Stoff auch in Röntgenuntersuchungen immer dann, wenn es um Organröntgen geht. Deswegen hier dieses Bild eines Nierenröntgens. Dann trinkt man so eine Bariumsulfatlösung. Das heißt, es wird zu einem Getränk dazu gemischt und wartet eben, bis das im Körper sich verteilt und kann dann anhand des Röntgenbildes überall dort, wo man dieses Barium im Körper hat, werden die Röntgenstrahlen gebremst und geben eben so ein scharfes Bild und es wird dann ganz normal wieder ausgeschieden. Das heißt, es ist eine absolut ungiftige Sache und das Angenehme ist, dass es eben sehr ähnlich zu Gips ist. Bariumsulfat ist ähnlich zu Calciumsulfat und das ist wieder Gips, also man kann sehr gut mischen. Es wäre nicht Knauf, wenn wir daraus nicht ein System machen würden. Schon erwähnt die Safeboard-Spachtel, die doppelt verpackt ist. Das ist ein Pulvermaterial in einem 5-Kilo-Sack, der zusätzlich noch in einem Kunststoffeimer geliefert wird, damit es eben nicht feucht werden kann und die Spachtelmasse, die ja doch nicht ähnlich günstige Preise hat wie die gewohnten Gipsspachtelmassen, dass die nicht nass werden kann. Das wäre das erste Systemprodukt dazu, dann wie es im Trockenbau eigentlich üblich und bekannt ist, Revisionsklappen. Diese Revisionsklappen auch mit Safeboard-Platten und die den gleichen Röntgenschutz natürlich wie die Plattenlage aufweisen. Dann ist es nicht immer vermeidbar, dass man doch Blei verwendet und zwar in Form dieser Strahlenschutzkappen, die hinter die Elektrodosen gesetzt werden. Das ist aus Platzgründen halt oft nicht anders möglich, dass man das trotzdem verwenden muss. Man kann es auch vermeiden. Es gibt am Markt auch Strahlenschutzdosen, wo dieses Blei eben hinter Kunststoff verbaut ist, dann kann man es wieder ganz normal angreifen. Seit einigen Jahren im Programm bei Knauf auch das EasyWind Plus Gamma Strahlenschutzfenster. Wer die Knauf EasyWinds kennt, das sind also Fenster, die man ganz einfach in Trockenbauwände einbauen kann. Die gibt es auch in Röntgenschutzausführung und die kann der Trockenbauer, wenn er eben eine Metallständerwand aus Safeboard baut, gleich mit anbieten. Das ist das Angenehme, der kann da also sehr viel erledigen im Bereich Röntgenschutz. Immer wieder ein Thema ist auch der Preis. Natürlich, ein Röntgenraum ist eine hochtechnische Sache. Da machen dann die Kosten für die Wand- und Deckenbeplankungen doch nicht mehr so viel aus. Aber hier ein Chart, den ich mir gestern mal schnell aus den Finanzseiten geholt habe. Die Preisentwicklung des Bleis innerhalb des letzten Jahres. Wir sind ja gerade jetzt wieder
in bewegten Zeiten, wo der Bleipreis eben so wie alle anderen Börsenkurse sehr schwankend ist. Und man sieht eben, man kann Glück oder Pech haben beim Anbieten und beim Kalkulieren. Die Ausführung erfolgt ja doch meistens doch einige Monate später und der Preis kann steigen oder fallen. Und die Schwankungen, wenn man das hier grob sieht, bewegen sich gerade im letzten Jahr doch in einer Range von etwa 30%. Und man soll ja kalkulant sein und nicht Spekulant im Trockenbau. Der Listenpreis der Safeboard ist stabil. Der ist also auf jeden Fall immer ein Jahrespreis, den Sie in der Knauf-Preisliste finden. Die bleikaschierten Platten, die es nach wie vor noch gibt, weil es Einsatzbereiche dafür gibt, die haben natürlich immer einen Tagespreis. Und mit der Safeboard ist es doch wesentlich einfacher zu kalkulieren. So, jetzt kurz erklärt, wie entstehen Röntgenstrahlen. Es ist hier eine Röntgenröhre abgebildet, nur ganz kurz, was passiert dort. Wir sind im Hochspannungsbereich, das heißt, diese Röntgenröhren brauchen Spannungen zwischen etwa 40 und 150 Kilovolt bei den üblichen Geräten. Das heißt, wir sind in einem Bereich, wie wir es auch von den Überlandleitungen her kennen, mit den 380 kV-Leitungen. Dort werden eben Röntgenstrahlen erzeugt, indem eben Elektronen wandern und dann eben auf eine Platte treffen bei dieser hohen Spannung, die gekühlt wird, und dann werden diese X-Pfeile, wie man sieht, ausgesendet. Und diese 40 und 150 kV sind Gerätekonstanten und die brauchen wir eben, um zu ermitteln, wie viel Platten Safeboard eingebaut werden müssen. Und das zeigen wir gleich auf der nächsten Folie. Das heißt, wenn ich die Gerätekonstante habe und eben den Plan, den der Architekt gemacht hat, dann kann ich zum Beispiel für ein 90 kV Gerät mit einer Bleidicke von 2 mm, wenn das aus dem Plan ersichtlich ist, mit drei Safeboard-Platten eben das gleiche erreichen wie mit 2 mm Blei. So ist es umzusetzen. Man sieht, die Zahlen sind nicht irgendwie linear gerichtet, sondern es ergibt sich eben aus Messungen und da entsteht diese Tabelle, in der man eben dann nachschauen kann, wie groß die Safeboard-Dicke jeweils sein muss. Die Qualitätssicherung ist eine dreifache im Röntgenschutz. Zum einen ganz links das Produkt selbst. Knauf hat, glaube ich, die einzige Plattenproduktion der Welt mit einem Röntgenscanner oben drüber. Das heißt, es muss ja jeder Quadratzentimeter dieser Safeboard funktionieren und deswegen fahren die Platten durch einen Röntgenscanner durch. Und wenn der Schutz nicht gewährleistet ist, dann kommt diese Platte eben in den Ausschuss, die kommt weg. Das ist einmal die erste Sicherung. Die zweite ist eben diese Safeboard-Spachtel, diese gelb eingefärbte, sodass man auf der Baustelle wirklich jede Störstelle zugespachtelt hat und sieht eben anhand des Farbkontrastes, dass die Röntgenschutzschicht komplett ist. Und die dritte Qualitätssicherung wird vom Techniker gemacht, bevor der Röntgenraum in Betrieb geht. Es wird also abgenommen und dann kann man den Röntgenraum in Betrieb gehen lassen. Welche Systeme kann man bauen? Die üblichen Trockenbausysteme, das sind Metallständerwände. Das Angenehme bei den Metallständerwänden ist, weil die Platten so schwer sind, dass man auch sehr hohe Schallschutzwerte in dem Bereich erhalten kann. Wir empfehlen in der Regel, über die Safeboard noch eine Schutzplatte drüber zu montieren, idealerweise die Diamant, die, wenn auf beiden Seiten verwendet, nochmal einen Bleigleichwert von 0,1 mm hat, den kann man also noch dazu zählen und die eben verhindert, dass die Safeboard gerade beim Einräumen dieser Röntgenräume irgendwie beschädigt wird, dass da irgendwelche Hacker hineinkommen, die man nachträglich wieder zuspachteln muss. Man kann natürlich Vorsatzschalen machen vor den vorhandenen Massivwänden und auch Decken können eingebaut werden. Also diese Strahlenschutzdecken haben natürlich hohe Gewichte und dem muss man Rechnung tragen, indem man die Unterkonstruktionen jeweils verstärkt. Und wie gesagt, die Abstände der Profile entsprechend auswählt. Gut, nächstes Thema wären die Brandwände. Jetzt bitte ich wieder den Michael, uns das zu erklären. Jetzt kommen wir zur Brandwand, also veröffentlicht im Dokument W113.at. Das ist eben eine EI90-Wand mit dem Kürzel noch M dazu. Sprich, das heißt eine mechanische Beanspruchung nach der Brandeinwirkungsdauer.
Das sollte dem Ganzen dienen, um eben herabfallende Bauteile oder sonst irgendetwas eben nachzuweisen, dass die Wand danach trotzdem auch stabil stehen bleibt. Dann wird nach der Brandeinwirkungsdauer eben eine Stoßbeanspruchung von 3000 Newtonmeter eben auf diese Wand eingeführt. Erreichen tun wir das eben mit unserer Diamant-Stil-Variante, also mit der fertigen Blechkaschierung auf der Diamantplatte drauf, gibt es ab den fertigen Wandstärken von 10,2 cm beginnend. Ja. Wandhöhen können wir hier bis 9,05 Meter erreichen und wir haben auch gleitende Deckenanschlüsse mitklassifiziert. Zum nächsten Schaubild, hier sieht man sehr spektakulär, das ist eben die vor der Brandprüfung, in dem Fall mit dem höchsten Prüfstand in Europa, eben in Österreich, eben bei der IBS Linz, den 9 Meter Prüfstand, wo eben über 9 Meter diese Wand errichtet wurde und im oberen Bereich erkennt man hier auch, ist so ein Bleischrotsack, der eben 200 Kilo schwer ist und eben nach der Brandeinwirkungsdauer noch auf die Wand mit mehreren Stößen aufgebracht wird und die muss dann trotzdem den Raumabschluss gewährleisten. Automatisch mit so einer Wand erreichen wir eben die Einbruchsklasse RC3. Hier in dem Fall aufgrund der hohen oder enorm hohen Beanspruchung haben wir auch einen reduzierten Steinabstand von 31,25 cm. Aber es ist eine sehr schlanke Variante, um eben so hohe Beanspruchungen instand zu halten und den weiteren Vorteil eben auch, dass man hier schwere Konsollasten auch überall in der Wand einbringen kann. Als nächstes sehen wir auch diese gleitenden Deckenanschluss. In dem Fall haben wir auch bei so einer Wandhöhe klassifiziert bis 9,05 Meter mit den CW100-Profilen eine Gleitung bis zu 4 cm mit klassifiziert. Hier ist der Schnitt, wie so ein Detail ausschaut. In dem Fall gibt es auch die Wandsteckwinkel, die man hierzu benötigt, eben mit den typischen Profilen, mit den 50er, 75er oder 100er Breite. In dem Bereich sieht man sehr gut, wie oben das Paket eigentlich fix geschraubt ist und die Gleitung danach über diese Plattenstöße, wie man sonst auch vor der Ständerwand kennt oder hier im Animationsbereich, wo eben das Paket ineinander gleitet und im unteren Bereich danach erst wieder die Schrauben erfolgen. Wichtig hierzu sind auch die Überlappungen und dass in jeder Schnittebene sozusagen immer mindestens zwei Platten je Lage sind und die Überlappung eben 2 cm gewährleistet ist. Im näheren Detail sehen wir hier diesen Wandsteckwinkel noch einmal, den was wir dazu benötigen. Wir haben diesen Wandsteckwinkel, muss zumindest bei jedem zweiten Profil, also wir haben ja den reduzierten Abstand auf 31,25 und bei jedem zweiten Profil, sprich auf den bekannten 62,5 Raster, soll dieser Wandsteckwinkel verwendet werden. Man kann es hier auch sehr gut am Bild erkennen mit den zwei Schraubmontagen und auch diese Langlochen, die Schlitzung, wo danach diese Gleitung stattfinden kann. Und die sind natürlich entsprechend im oberen oder auch im unteren Bereich. Natürlich ist das alles mit entsprechenden Befestigungspunkten auch zu befestigen. Gut, und eigentlich das Gute zum Schluss jetzt, was wir uns aufgehoben haben, Knauf Secure, Anschlageinrichtung zum Schutz gegen Absturz. Etwas, was am weitesten entfernt ist wahrscheinlich vom Trockenbau und eigentlich sehr sensationell, dass es gelungen ist, Anschlagpunkte auch für den Trockenbau dingfest zu machen. Und der Ferdinand wird uns einiges erklären dazu. Bitte schön. Ja, Knauf Secure, eine weltweit einzigartig patentiertes System und speziell eben für die Zulassung für den Trockenbau. Nicht nur für Massivbauteile, sondern für nicht tragende Trockenbausysteme. Das System wurde in Kooperation mit der Firma Max Everlife entwickelt. Die sind bei uns in einem Spital am Pyhren und sind schon mit der Sicherheitstechnik seit Jahren befasst und hier Spezialist. Geprüft und zertifiziert haben wir das System mit der deutschen Dekra. Auf der linken Seite sieht man eine typische Anwendung. Die Person trägt hier eine persönliche Schutzausrüstung. Woraus besteht die? Einerseits aus dem Sicherheitsoverall, den man hier sieht, der auch von uns verkauft wird. Dann dem Verbindungsmittel plus Bandfalldämpfer mit einer maximalen Länge von 2 Meter. Also der wird einerseits festgemacht mit einem Karabiner am Sicherheitsoverall oder am Tragegurt, Sicherheitsgurt. Und andererseits dann am Anschlagpunkt an der Wandkonstruktion in diesem Fall. Und das ist eigentlich das Kernstück, über was wir heute sprechen wollen. Man sieht es auch rechts hier auf dem anderen Bild mit der Rosette. Das ist der Anschlagpunkt selbst, den wir hier dann in vielen Anwendungen zeigen wollen.
Ja, was sind eigentlich Anschlagpunkte? Anschlagpunkte sind gemäß der EN 795 2012 genormt und dienen zur Sicherung von Personen an absturzgefährlichen Stellen von Bauwerken, an denen das Herabfallen einer Person auf eine tiefer gelegene Fläche von einer Absturzhöhe von mehr als einem Meter möglich ist. Also schon ab einem Meter herrscht Absturzgefahr. Ja, auf der linken Seite das Bild. Ich glaube, das kennt jeder aus dem Massivbau, also die Anwendung eines Anschlagpunktes. So eine Öse, eine Stahlöse auf Vollziegel, Stahlbeton oder auf Vollholz auch, ist jedem bekannt aus dem Hochbau. Das war auch bis jetzt State of the Art. Aber genau das war der Ansatz, um zu sagen, nachdem die Trockenbaukonstruktionen immer mehr werden in den Gebäuden, von Jahr zu Jahr steigt dieser Anteil, wollen wir auch die Möglichkeit haben, in Trockenbaukonstruktionen Anschlagpunkte einzubauen. Und daher mit dem Knauf Secure, auch mit dieser schönen flächenbündigen Variante, auch architektonisch anspruchsvoll, ist uns das gelungen, hier in Wände und Decken auch Anschlagpunkte anzubringen. Wann spricht man eigentlich von Absturzgefahr? Also das beginnt im Grunde schon bei einer Höhe von 0 Meter und geht dann bis 5 Meter, je nach Anwendung und Situation. Bei 0 Meter ist es so, dass man natürlich auch in Gewässer stürzen kann oder in Betrieben, in produzierenden Betrieben, in irgendwelche Flüssigkeiten, die bei der Produktion erforderlich sind, Schächte und so weiter. Bei einem Meter Absturzhöhe, da spricht man von Arbeitsplätzen, von Arbeitnehmern, wo in Arbeitsstätten tätig sind und zum Beispiel bei einer Maschine auf einem Podest stehen, das einen Meter hoch ist. Auch hier sind Absturzsicherungen erforderlich. 2 Meter Höhe spricht man zum Beispiel bei Baustellen, wo man an der Fassade abstürzen kann oder auf Gerüstpodesten und so weiter ab 2 Meter Höhe. Bei 3 Meter Höhen geht es dann schon um Dächer, Arbeiten auf Dächern, wo natürlich auch die ganzen Eigenschaften, die angeführt sind, zu berücksichtigen sind, witterungsbedingt und so weiter. Und wenn man Leitern verwendet als Verkehrsweg, zum Beispiel von einem Podest zum anderen zu kommen, dann muss ab einer Höhe von mehr als 5 Meter hier auch eine Sicherungsmaßnahme gemacht werden. Ja, wo werden eigentlich Anschlagpunkte eingebaut? Wir können unseren Secure einbauen in Trockenbauwänden, in Vorsatzschalen, in abgehängten Decken oder auch an Holz- und Stahlbetonbauteilen. Also wir können eigentlich alle Untergründe abdecken. Das war uns wichtig, dass man ein Projekt, ein ganzes Projekt auch mit einem System abdecken kann. Wer baut den Anschlagpunkt ein? Der Trockenbauer ist berechtigt, das zu machen, auch ein Zimmerer. Oder ein Baumeisterbetrieb darf diesen Anschlagpunkt einbauen. Bei jedem Paket, das wir ausliefern, ist auch eine entsprechende Aufbauanleitung dabei. Und gemäß dieser ist dann eben der Aufbau zu machen. Beziehungsweise bieten wir auch die Aufbauvideos auf unserem YouTube-Channel unter Knauf an. Ja, bestimmt den Einsatz von Anschlagpunkten. Das ist die Person, die für die Sicherheit des Gebäudes verantwortlich ist. Das sind meistens die Planungskoordinatoren, Facility Manager oder Sicherheitsfachkräfte. Die rechtlichen Grundlagen dazu sind hier aufgelistet. Ich möchte vielleicht kurz das Bauarbeitenkoordinationsgesetz, BauKG, glaube ich, ist bekannt, kurz erwähnen. Der Planungs- und Baustellenkoordinator wickeln ja das auf der Baustelle bzw. schon in der Planungsphase ab. Und beim Siegeplan gibt es ja auch noch die Ergänzung, die Unterlage für spätere Arbeiten. Und dort zum Beispiel werden dann solche Anschlagpunkte eingetragen, die für spätere Arbeiten, Wartungsarbeiten einfach erforderlich sind. Wir haben in unserer werblichen Broschüre diese Anwendungsmatrix drinnen. Das heißt, man sieht alle Anwendungen, die es gibt, auf einen Blick. Das sind 10 verschiedene Secure-Systeme, immer abhängig von den unterschiedlichen Untergründen. Wenn wir uns jetzt den Secure 1 anschauen, also die obere Zeile, dann sieht man schon bei der Spalte Bauteil, es geht um eine Trockenbauwand oder um eine Trockenbauvorsatzschale. Dann die Montageart, in dem Fall meistens natürlich mit der Dose, weil wir einen flächenbündigen Einbau wollen, aus ästhetischen Gründen auch nicht zuletzt. Und welchen Untergrund brauchen wir dort? Wir brauchen dort natürlich ein UA-Profil, dass die Lasten dann in die tragenden Bauteile decken, ableitet. Konkret möchte ich mir den Secure 1 mit Ihnen anschauen. Und zwar ist das eben die Hauptanwendung für die Wände- und Vorsatzschalen. Rechts sieht man den grundsätzlichen Aufbau mit den Absorberwinkeln und dem UA-Profil. Man kann hier Wandhöhen bis zu 5 Meter realisieren, also die Anschlagpunkte eben platzieren auf Wände bis zu 5 Metern. Es ist ein sehr kompakter Bausatz, also es sind sehr kleine Verpackungseinheiten, die wir da hier Ihnen liefern. Und die Montage ist sehr einfach und schnell. Wichtig auch, geeignet ist das System für 2- oder 3-fache Beplankung mit jeweils 12,5 mm Beplankung. Und der flächenbündige Einbau natürlich ganz, ganz wichtig gegenüber herkömmlichen Anschlagpunkten, die wir schon kannten, wegen den architektonischen Anforderungen. Hier sieht man die Teile, die dann so ein Paket beinhaltet.
der Secure 1, die blauen Teile sind Spezialwinkel, die aus der Automobilindustrie eigentlich kommen von der Entwicklung her. Man sieht diese Krümmung, die da drinnen ist. Das ist eben in dem Fall, wenn ein Absturz passiert, dass hier schon Energie abgebaut wird. Das heißt, in den Langlöchern kann sich jeder Winkel auch verformen. Genauso auch der mittlere Winkel, der ersichtlich ist mit den drei diagonalen Schrauben, wo der Anschlagpunkt selbst befestigt ist. Der zieht sich dann nach vorne und nach unten aus und so wird entsprechend auch schon Fallenergie hier abgebaut. Das Einzige, was hier Bausatz ist, ist das UA-Profil. Alle anderen Komponenten wie Verbindungsmittel werden von Knauf mitgeliefert. Dann der Secure 2, das ist die Deckenanwendung, eine sehr häufige Anwendung, um eben in einer abgehängten Decke Wartungsarbeiten durchzuführen. Zum Beispiel bei der Haustechnik, links sieht man eine mögliche Anwendung. Man kann hier Abhängehöhen bis zu 1,50 Meter gewährleisten. Der Vorteil ist, man kann das UA-Profil beliebig ablängen und ist nicht auf eine fixe Länge einer Gewindestange zum Beispiel angewiesen. Mit den zwei Winkeln, wie man sieht auf dem rechten Bild, wird hier mit entsprechenden Betonankern wiederum dann die Last abgeleitet in die tragende Unterkonstruktion. Es ist unerheblich, welches Deckensystem verwendet wird. Genauso gut sind eben auch, also sind Akustikdecken, Gipskassetten oder auch andere Deckenbekleidungen möglich. Und was uns eben auch wichtig war, wir wollten auch natürlich alle Massivbauteile abdecken. Hier die einfachste Variante, den Anschlagpunkt zu versetzen. Zwar im Beton, da wird nur vorgebohrt und mit Schraubanker, der Anschlagpunkt befestigt, kann dann anschließend sofort benutzt werden. Wäre zum Beispiel auch eine Anwendung im Tunnelbau, wo man sich oft umsetzen muss von den einzelnen Plätzen, wo man sich sichern muss. Was ich hier auch noch zeigen möchte, man sieht hier die Lasche ganz gut auf dem Bild. Diese Lasche lässt sich ja frei bewegen und hier hängt man sich dann mit dem Karabiner entsprechend ein. Es gibt ja die jährliche Überprüfung, die erforderlich ist. Die Funktionsprüfung, die im Grunde eine Sichtprüfung ist, beziehungsweise werden da bei den anderen Anschlagpunkten, die handelsüblich sind, auch Kräfte eingeleitet, was bei uns nicht erforderlich ist. Denn solange sich diese Lasche frei bewegen lässt und wieder in diese Ausgangssituation zurückbewegen lässt, wie man sie hier sieht, ist der Anschlagpunkt nicht belastet worden und ist in Ordnung. Sobald aber eine Last reinkommt oder wenn jemand reinfällt tatsächlich, dann verformt sich das Gehäuse, wo die zwei Schrauben drinnen sind und der Schäkel steckt dann irgendwo fest und somit ist das der Indikator dafür, dass der Anschlagpunkt zu tauschen ist. Dazu haben wir auch eine umfangreiche technische Dokumentation erstellt, die finden Sie auf unserer Homepage. Die Aufbauanleitung ist immer Teil des Lieferumfangs natürlich und auch das Montageprotokoll. Ich habe schon erwähnt, die jährliche Überprüfung ist vorgeschrieben. Es ist auch ein entsprechendes Prüfbuch bei uns auf der Homepage verfügbar. Ausschreibungstexte in der Leistungsgruppe 25 und 39 und wir bieten auch gerne Baustelleneinweisungen durch unsere Vorführmeister an und auch weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel dieses Webinar. Und da ist auch versteckt das Thema Seminarprogramm. Wir hoffen, dass wir doch bald auch wieder Präsenzseminare abhalten können. Jeder, der schon einmal bei Knauf ein Seminar besucht hat, weiß, dass man dann die Knauf-Systeme wirklich in Lebensgröße sehen kann, werden vorgeführt und man kann auch selbst versuchen, eben Knauf-Systeme zu montieren, mal einen Schrauber in die Hand zu nehmen und Ähnliches. Das wird hoffentlich ab Herbst auch wieder zu den üblichen Zeiten und in unserem Winterseminarprogramm möglich sein. Ich darf mich im Namen meiner Kollegen Ferdinand Obernhuber, Michael Jurosek herzlich bedanken für das heutige Webinar und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Für heute sage ich Dankeschön und wünsche Ihnen eine weitere erfolgreiche Woche. Danke und auf Wiedersehen bis zum nächsten Webinar.